Go. Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zum vierten und letzten Teil des Pokémon-Abonnenten-Specials. Es wird langsam Zeit mit mir und Pilotpop. Hallihallo! Ja, langsam wird Zeit. Jetzt haben wir jetzt auch mehrere Etappen aufgenommen mittlerweile. Eigentlich wollten wir es ja an einem Tag runterdrehen, aber irgendwie hat das ja auch nicht geklappt. Boah, hätten wir 4 bis 5 Stunden durchgängig machen müssen. Ja, so gefühlt, ne? Also wir haben ja schon echt teilweise echt miese Aufnahmesessions, aber das war jetzt doch ein bisschen... Ja. Ne? Ich habe mich auch entschieden, das nächste Special gibt es erst bei 1000 Abonnenten. Ja, eher auch nicht. Nee, ich finde 100 ist so eine schöne Marke, weißt du? Und dann, ja, wir haben auch ein bisschen übertriebenes Special gemacht, so. Das war irgendwie auch im kleineren Rahmen geplant, eigentlich. aber das nächste Special gibt es auch erst Richtung 1000 Abonnenten. Richtig, und vielleicht. Wenn es irgendwann mal so ist, man weiß es ja nicht. Ja, ich glaube, vorher braucht man auch nichts machen. Ich bin ganz zufrieden mit meiner kleinen Anhängerschaft. Ja, bisher bin ich auch sehr zufrieden. Yo, wollen wir anfangen? Wir haben ja eigentlich noch die 7. Generation und unsere Lieblinge, ne? Genau, starten wir doch gleich mal vollkommen durch hier. Jetzt muss ich gucken, ob mein OBS mich wieder ärgert. Dann fange ich schon mal an bei Käfern. Ja, bei OBS da habe ich das berühmte und allgegenwärtige Nichts. Weil ich meinen Lieblingskäfer-Pokémon woanders untergebracht habe. Demnächst fange ich an, dass du irgendeine Geschichte dazu erzählen musst, ne? Zu den Nichts-Pokémon. Ja, yeah, ich lass schon fast mal die Kaffeetasse fallen. Und ich habe da Akub. Ich muss sagen, als ich angefangen habe, Pokémon Sonne zu spielen, war das erste Pokémon, das ich gefangen habe, Mabula, also die Vorentwicklung. Mhm. Und als es dann zu Akub wurde, habe ich mich so schlapp gelacht, weil es einfach so, es sah echt witzig aus, aber es war auch irgendwie genial. Es hat mir voll gefallen. Und dann habe ich irgendwann... Der Linienbus. Genau, irgendwann habe ich dann die Folge von Lenny VK geguckt. Der hatte dann ja auch Akub als eins seiner hässlichsten Pokémon und so weiter. Und dann gab es da so einen geilen Sound, den er eingespielt hat. Das ist kein Akku, das ist ein Bus. Möp, möp. Und seitdem liebe ich es noch mehr. Und Donarion ist sowieso ein echt geiles Pokémon. Elektro-Käfer, dann ist das, geht das richtig ab. Kann man nicht meckern. Und daher Akub. Ja. Ja. Komme ich später drauf zurück. Unlicht, da habe ich das Alola-Radfratz. Ach, weil. Zum Glück hast du das Radfratz, ey. Ganz ehrlich, Radikal sieht kacke aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, die sind Radfratz mit dieser Alola-Form so gerecht geworden. Ich finde den ideal Italiener-Schneuzer ja so witzig. Ja, aber ich finde, der Radfratz hat einfach was bekommen, was es schon immer brauchte: den Unlicht-Typ. Ne? Ja, ich hätte es aber schöner gefunden, wenn sie das Unlicht normal gemacht hätten. Ja, es ist normal Unlicht. Aber trotzdem eine Vierfachschwäche im Kampf, egal wie rum du es drehst. Ach, es ist, ja, also ich Mozi finde ich ja auch noch ganz schick und so in dem Punkto. Die haben nur eine Weiterentwicklung bekommen. Da habe ich mich gefragt, was haben die denn damit? Haben die irgendwie eine Allergie oder so? Mhm. Sind allergisch auf irgendwas oder so? Die erste Form immer cool gemacht, zweite Form scheiße. Ja. Ja. Naja, gut. Bitte. So, ja, ich habe dort, ja, da hatten wir das Thema schon gehabt, Ultrabestien, aber ich habe da Schlinking. Warum Schlinking, als ich es getroffen habe? Also ich habe die ersten Ultrabestien getroffen und war jetzt nicht so, also wenn ich zum Beispiel an diese weibliche Ultrabestie denke oder auch Mosquito finde ich auch nicht so besonders, also alle feiern ja irgendwie Mosquito. Ich finde den nicht so besonders. Aber irgendwie hat Schlinking, fand ich erstmal vom Typen her, ist natürlich geil, weil auch wie Tricky Farlo damals, Unlichtdrache. Und das sieht so richtig mies aus. Also wenn du so an Ultrabestien dachtest oder so, du hattest zwar die ganze Zeit an Negor da, dieses, Quallen-Pokémon, Quallen-Ultrabestien. Das sieht halt einfach Lilly ähnlich. Richtig, und dann kommt auf einmal dieses fette Vieh von Schlinking, was anscheinend auch sogar Berge verschlingt und alles auffrisst und hast nicht gesehen. Auch wenn sie sich den Pokédex-Eintrag damit irgendwie ersparen können, dass das Pokémon nie etwas ausscheidet oder so. Aber Schlinking hat es mir in dem Punkt einfach angetan und ich muss sagen, mir hat sonst kein so viel, nicht so wirklich was von Typ Unlicht in der Generation gefallen. Ganz ehrlich, ich habe mich mit Schlinking nicht auseinandergesetzt. Ich dachte mir so, oh, da kriege ich das Pokédex vollständig, dankeschön. Ja, das war das ist das, was ich mit Schlinking zu tun hatte. Ich habe es gefangen wegen dem Pokédex. Ja, klar, das ist ja gut, dass man den Alola-Dex nur vollkriegen muss für den Chillapin. Okay.
Drache. Da kann ich das Ganze mal abkürzen, haben wir beide Tortonator. Richtig. Was soll ich dazu sagen? Ist einfach genial. Feuerdrachen-Pokémon. Ich glaube, das ist neben Reshiram das Einzige, was jetzt existiert. Und es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Erstmal richtig guten Bulk, dann die Panzerfalle. Heißt das, glaube ich, ne? Ja. Ja, einfach mega geil. Ich greife jemand an, Panzerfalle, bam, weg ist der Gegner. Du kannst mit Hausbruch spielen. Und ja, das Einzige, was ich mich halt geärgert habe, ist, ich habe Pokémon Mond, da kriegst du kein Tortonator, da kriegst du Zenlong. Oh Gott, hör mal mit dem Ding auf. Ja, also, ne? Also, die Kombination normal Drache finde ich interessant, gar keine Frage, aber Tortonator war da schon mein Favorite von den beiden Drachen und ja. Oh ja, ich hab's mir natürlich gefangen. Ich habe auch heute Pokémon Sonne. Ja, mittlerweile habe ich auch Sonne. Und ich muss sagen, vom Aussehen her, ich muss das ganz offen sagen, vom Aussehen her gefiel es mir so, meh, weil das sieht irgendwie so komisch aus, diesen Schnorchelnase im Mund und dann diesen komischen Deckel da auf dem Kopf. Aber wenn man sich an die Panzerfalle, man so denkt so, Falle, Mine, Panzer, könnte schon stimmen, so das Aussehen. Aber was ich einfach auch so genial finde bei Tortonato ist, dass das mit dem Rücken zum Gegner steht, so wirklich. Ja. So kann das, macht diese Panzerfalle auch einfach Sinn, so ich strecke meinen Panzer entgegen, greife dagegen an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das Design von Tortonator eigentlich gelungen. Boah. Also es ist, ich finde das jetzt, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders eingestellt, weil für mich müssen Pokémon nicht süß oder hübsch sein oder sowas. Ich finde einfach so im Gesamtpaket ist Tortonator gelungen. Ja, ich finde es aber auch gut, dass Tortonator wieder ein, was soll ich sagen, nicht doch Feen-Counter spielt, weil mit Drache Feuer ist es natürlich normal gegen Feen, ne? Ja. Ist ganz praktisch, ne? Richtig. So, gehen wir doch mal zu den Elektro-Buddies. Elektro-Buddies, da habe ich Donarian. Wie du schon Akkub vorgehoben hast, das, ich hatte halt, ich habe mich ziemlich viel spoilern lassen vor Sonne und Mond und habe dann die Entwicklungsreihe zu Marbula gesehen. Dachte mir so, boah, Akkub, boah. Aber Donarian, dachte ich so, Bombe, ne? Einzige, was mich an Donarian stört, ist, das Ding ist ultra langsam. Es ist richtig langsam und das widerspricht mir, so wie das designt ist, dass das so mega lahm ist. Ja. Also das hast du irgendwie bei allen 7th-Gen-Pokémon. Ich glaube, da gibt es kaum ein Pokémon, das wirklich schnell ist. Ich glaube, nur Bundlebee ist da, glaube ich, wirklich schnell. Mhm. Alle anderen sind so mega lahm, aber durchweg. Und das stört mich bei Donarian. Das ist der einzige Kritikpunkt daran, aber ansonsten finde ich es mega cool, vor allem, weil ich mir die Mühe gemacht habe, das Marbula mitzunehmen, trainieren. Ach komm, ich habe das Ding durchgezogen, bis ich in diesen blöden Canyon von Pony kam, wo ich es entwickeln konnte. Boah, ja, aber das Geile ist einfach, an der Entwicklungsreihe ist einfach das Geilste, was das alles für Attacken lernt. Von alleine, das lernt ja extrem viele Attacken, so wo du denkst, was? Dann kommt es mit Knirscher an. Ja, aber mit Kreuzschere, was denn? Akkub, ne? Trainieren, ne? Mhm. Ist beschissen. Es lernt ganz viele spezielle Angriffe, ist aber ein physisches Pokémon. Ja, deswegen habe ich auch die ganze Zeit nachgejagt, bis ich ein... Ah, wie ist das Wesen denn nochmal? So eins mit Spezialangriff plus Pokémon. Ja. Und Donarian wird dann auf einmal zum speziellen Pokémon. Da drehen sich gefühlt die Werte. Mhm. Aber ich finde, Akkub haut hier richtig rein, auch wenn er speziell hat oder so. Aber naja, so viel speziell ist er nicht. Funkensprung ist physisch, Knirscher ist physisch. Kreuzschere ist physisch. Ja, aber alles Attacken, die mit Donarian nichts mehr taugen. Ja, deswegen lernt Donarian so die Ladungsstoß auch. Ja, ja. Ich sag nur, das ist halt das, was ich ein bisschen doof finde, dass sie dieses mit Donarian diesen Wechsel von physisch auf speziell machen. Das finde ich halt irgendwie doof, weil sie hätten auch Donarian physisch lassen können. Eigentlich. Weißt du, so Stromstoß, Kreuzschere. Was gibt's noch so für schöne physische Attacken für Donarian? Also, ne, vom Prinzip her. Aber das wäre viel cooler gewesen, aber im Großen und Ganzen ist das ein rundes Pokémon, das ist einfach cool. Ja, sonst kann man sagen, Donarian ist einfach eins der, ich meine, empfinde nach eins der stärksten, was sie jetzt eingeführt haben in der 7. Generation. Ja. Man muss halt nur damit klarkommen, dass es ein spezieller Angreifer ist. Ja. Ich hatte Akkub schon bei Käfern, deswegen habe ich mich für jemand anders entschieden. Und zwar habe ich mich für Togedemaru entschieden. Klar, ist wieder mal so ein Pikachu-Abklatsch, Elektromaus und so. Aber es ist so besonders. Bin ich jetzt nicht. Doch, also man sagt ja immer, diese Elektronager sind ja alle das so. Das ist ein Hamster. Pikachu. Ja, trotzdem. Hamstermäßig. Trotzdem so Pikachu abklatscht. Das ist bei Pachirisu genauso. Kannst auch ein Eichhörnchen sagen. Trotzdem wird trotzdem als Pikachu abklatschen. Ja. Aber nee. Also Togedemaru hat mir
Also es ist natürlich wieder fast so ein... Also es ähnelt sehr der Denne. Also es ist zum Glück nicht so schwach wie der Denne. Aber diese Kombination erstmal Stahl-Elektro ist echt amüsant. Ja, da geht dein Herz wieder auf, ich weiß. Nee, nee. Und dann hat es noch diese unglaublich geile spezielle Fähigkeit. Und das ist Eisenstachel. Wo ich das so geil finde, du kannst jetzt ein defensives Elektro-Pokémon richtig spielen. Das auch noch Eisenstachel hat. Dann kannst du auch noch Beulenhelm drauf oder so. Oh, böse. Ein Achtel Schaden, ne? Ja, und ich finde das einfach so Bombe. Natürlich kommt da jetzt die Vierfachschwäche Bohnen zu, aber ich meine, welches Pokémon hat heutzutage fast keine Vierfachschwäche? Es gibt nur noch, wie ich ja sagte, Zapplerang, das keine Schwäche hat, aber sonst haben ja alle ihre Schwächen. Ja. Okay. Wollen wir Fee gehen? Wollen wir das abkürzen? Ja. Da haben wir beide Bundlebee. Ja! Ich glaube, da gab es keine große Auswahl. Was hatten sonst an Feen-Pokémon dazu? Ich glaube eigentlich nichts, oder? Feen. Mir fällt gerade nichts ein, was Hier die Weiterentwicklungen von Roll. Der Wasserstarter. Ach, Robball. Genau, die Weiterentwicklung davon haben Feen-Typ. Ich komme gerade nicht. Primarine. Ich weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall die. Ich kriege den Namen schon nicht mehr auf die Kette. Ja, gut. Aber, naja, da ist Bundlebee toller. Ich habe selbst nicht trainiert. Also, beziehungsweise jetzt in meinem Sonnendurchlauf. Ich habe ja Mond durchgespielt. Ist ja momentan meine Hauptedition. Und Sonne habe ich ja zu Ostern bekommen. Und die spiele ich momentan so zwischendurch mal. Nicht viel, aber ein bisschen. Und da habe ich jetzt einen Bommel dabei. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt Bundlebee mit ins Team nehmen wollte. Mhm. Und ich weiß halt, dass das ziemlich gut reinhaut und schnell ist. Definitiv. Also Bundlebee ist saumäßig schnell. Der Spezialangriff ist unglaublich krass. Ist aber halt, wie man es kennt, eine Glaskanone. Eine ziemliche Glaskanone. Ja, das ist aber üblich für schnelle Pokémon. Aber ich hab's... Das ist auch wunderschön. Also dieses... Erstmal Wommel. Ich hab Wommel gesehen und hab gedacht, oh, ist das süß. ein kleines Ding. Und dann wird das so eine besonderen... Form, dieses... Ich finde den Schal cool. Ja, und dann diese schönen Flügel und... Och, Gott. Das ist mir wieder ein gelungenes Käfer-Pokémon. Definitiv. Ja, Kampf. Kampf-Pokémon. Ich brauche mal gar nicht sagen, meint das für Lucy. Faktum kann einfach... Ich nicht verstehen. Es ist niedlich. Ich hab's... Ja, anfangs habe ich auch gedacht, was ist das denn? Dann habe ich mir mal eins gefangen und als ich den Ruf schon gesehen habe und... Als ich da auch mit denen gekämpft habe, die Attacken, also das Vieh ist echt unglaublich stark. Das sieht zwar so unglaublich süß aus, aber es ist schon ein Grund, warum Kostu so später eines der stärksten überhaupt ist. Weil Veluzi alleine hat schon diese mächtige Power, aber wenn es sich dann entwickelt und dann dieser Pedobär da vor dir steht, dann denkst du so, warum habe ich dir nicht den Ewigstein und den Evoliten gegeben? Ich finde, alle finden Veluzi total toll und niedlich und süß und ich denke mir so, Nein. Tut mir leid. Also, ja, irgendwo hat das Niedlichkeitsfaktor, aber das hat mich nicht überzeugt. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich als Kampf-Pokémon Krabox mit ins Team genommen hatte. Und ich habe mich zwar hinterher geärgert, weil ja, irgendwie hatte ich nur Pokémon im Team, die sich in speziellen Gebieten entwickelt haben. Weißt du, Donarian, Krabbel. Und ich habe halt als Lieblingskampf-Pokémon hier Krabbel aufgeführt. Weil die Kombination aus Kampf und Eis, die geht echt gut durch. Vor allem, wenn du Steigerungshieb, Eissieb und noch eine andere Hieb-Attacke hast. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Ne? Mhm. Und Krabbel hat Eisenfaust. Ja, Eissieb hat man dann meist noch ersetzt durch diese neue Eisattacke, die ja so Hammerarm ähnelt. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ach, Hammerarm war das, genau. Hammerarm profitiert, glaube ich, auch von Eisenfaust, ne? Ja, aber Hammerarm, es gab ja noch so eine Eisversion jetzt davon. Das Eishammer? Ja, Eishammer oder so, ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal, ich habe nur mit Eishieb gespielt, weil ich das ja nicht so weit gelevelt habe, dass die Attacke gelernt hat. Ich habe es halt durch die Liga nur mitgenommen. Mhm. Aber das, und Krabbel hat mich überzeugt, das ist zwar auch ultra lahm, ne, hält aber ein bisschen was aus, wenn jetzt nicht gerade Kampf-Pokémon dir gegenübersteht, ne? Ja. Hält das echt gut was aus und Feuer, das sind so die beiden problematischen Fälle, aber ansonsten, selbst Flug kann Krabbel nicht mehr so viel anhaben, ist das Schöne. Mhm. Und ja, ich sag mal, das haut echt gut durch. Ich war mit Krabbox zwar die ganze Zeit nervig zu trainieren, aber wirklich nervig. Irgendwann habe ich es dann so im Team gelassen, aber nicht so effektiv trainiert. Ich hatte halt einen EP-Teil an, dann ist es halt mitgelevelt, ne?
Aber als dann Krabbel war, boah, da kam das echt gut zum Einsatz. Ach, Krabbox, das hat mich meistens immer genervt, wenn ich da Bären aufsammeln wollte. Und dann kommt dann ein Krabbox mit seinem konischen Gesicht und seinen komischen Fäusten. Was willst du, Kumpel? Was willst du? Meine Bären. Ja, aber das fand ich wiederum cool. Ich fand die Idee, dass Krabbox, dass du sie eigentlich im Endeffekt nur durch die Bärenstapel kriegst, fand ich eigentlich gut, die Idee. Mhm. Hatte mal was. War was Originelles. Feuer. Ich habe Choreogel, die Feuerform. Ja, es gab natürlich einiges an Feuer-Pokémon wieder. Tortonatus ist bei mir aber allerdings ja in der Drachenregion. Genau. Und ich muss sagen, mir gefällt die Idee mit Choreogel und den ganzen verschiedenen Formen dieser Welt. Durch Feuer, Elektro, Geist und... Ich glaube, das andere war das Fee? Ja, ne? Eins war, glaube ich, davon. Nee, Psycho, genau. Mir gefielen die Ideen und ich muss sagen, Choreogel Feuer sieht für mich eigentlich auch am schönsten von den Vieren aus. Allgemein, auch wenn das sich so mit Geist ein bisschen gerade battelt, muss ich sagen. Aber so. was ich schade finde an Choreogel ist, dass die Attacken so bescheiden sind. Also das Einzige, was es ja zum Beispiel als Feuerattacke lernt, ist ja nur diese Tanzattacke, die sich ja nach seiner Form richtet. Deswegen, also Choreogel, ich dachte erst so geil, Feuerform, cooles Pokémon. Und dann war ich hochenttäuscht. Ja, muss halt mit TMs arbeiten, ne? Ja, und selbst das ist Bescheid, was es lernen kann. So viel kann halt nicht lernen. Und es ist halt einfach kacke, dass es abgesehen von dieser Tanzattacke keinen vernünftigen Step-Move lernt. Weil ich finde, es ist halt einfach richtig bescheiden. Ich glaube, da waren die Entwickler einfach, sorry, wenn ich sage, faul gewesen. Ich vermute einfach, dass es in der Programmierung, dass die hätten, das ist, für mich ist das so, die hätten ja auf einem Level festlegen können, dass das eine Step-Attacke lernt. Ja. Na, formabhängig. Richtig. Hätten sie festlegen können. Und dann kannst du ja hinterher durch den Attacken wieder erlernen, auch wenn du die Form änderst, die Attacke erlernt. Oder die Attacke, wenn es sie noch kann, wird durch den anderen Step-Angriff ersetzt oder so. Keine Ahnung. Aber die hätten sich was einfallen lassen können. Aber so ist das einfach kacke. Weil ein Step-Angriff hätte gereicht, ein vernünftiger. Oder sagen wir mal, Glut, Donnerschock, Schlecker, nein, es gibt ja bessere Geistattacken als Schlecker, aber so vom Prinzip her. Und Konfusion, irgendwo im niedrigen Bereich und im höheren Bereich dann irgendwie Donnerblitz, Flammenwurf, es ist speziell, ne? Ja, ich glaube schon. Flammenwurf, keine Ahnung, Spukball und Psychokinese hätten sie nehmen können, dann so in dem Sinne, ne? Aber nein, was machen die? Nichts. Weißt du, das wären die einfachste Variante gewesen, weil es für alles eine einigermaßen vergleichbare Attacke gibt. Aber nein. Es lohnt sich das einfach im Punkt meistens nicht mitzunehmen, weil du hast im Grunde eigentlich nur den Flugtypen, weil es einfach Flugattacken nur lernt. Und hast du dir diese Tanzattacke nicht, bringt es dir sonst großartig nicht. Und deswegen alleine so, das ist natürlich der Makel, aber allgemein fand ich Choreogel sehr gelungen. Allein auch schon durch den Formwechsel. Nur die Programmierer haben bei den Attacken leider Mist gebaut. Ja, es steckt viel mehr Potenzial darin. Ich habe sogar ich hatte überlegt, mir ein Choreogel Feuerform zu züchten, weil ich mir ein Feuerteam machen wollte. Ne? Ich wollte mir mal so ein reines 6er Feuerteam erstellen in Mond. Ne? Mhm. Schön züchten, gucken. Und dann habe ich hier mir in die Moves reingeguckt. Was kann ich mit Choreogel Sinnvolles betreiben? Ne? Werte geguckt, die Moves geguckt und habe gemerkt, das Ding kannst du nicht gebrauchen. Das bringt rein gar nichts. Und das war traurig. Ja, man muss halt so richtig rumzüchten, dass du da irgendwann mal was Potenzielles rauskriegen kannst. Weil ich glaube, dass du auch durch Vererbung wahrscheinlich auch Feuerattacken lernen lassen kannst. Aber man weiß ja. Ich habe mich noch nicht so mit dem Züchten beschäftigt in Sonne und Mond. Ist aber deutlich leichter geworden. Also das haben die ja schon zu XY und Omega Oras leichter gemacht. Und jetzt zur 7. Gen ist das noch leichter geworden eigentlich. Ja, die Schritte sind auch weniger geworden. Okay, ich habe da Flamiao. Ich habe mich mit dem Feuer-Pokémon, da Tortonator bei den Drachen untergekommen ist, ein bisschen schwer getan in der 7. Gen, weil ich habe noch ein anderes Feuer-Pokémon, das habe ich auch bei einem anderen Typ drin. Weil ich finde Flamiao ultra niedlich, es ist süß. Aber was mich halt einfach bei allen drei Entwicklungen stört, das kannst du eigentlich durchziehen, beziehungsweise eigentlich die von Bautz ist noch am besten gelungen, dass er am Ende den Geisttyp kriegt anstelle des Flugtyps, das finde ich in Ordnung. Aber ich finde, die haben bei Robball und bei Flamiao verkackt. Weil, erstens hätte Mizunda schon den Unlichttyp kriegen müssen, meiner Meinung nach. Genauso wie Marikek den Feentyp kriegen sollen schon bei der Entwicklung.
weil ich finde, die beiden kommen da echt zu kurz. Arboretos, ja, es hatte halt eh schon einen Flugtyp, von daher war es jetzt nicht so tragisch, fand ich. Aber es, da sind die beiden halt einfach meiner Meinung nach zu kurz gekommen, weil damit hättest du deutlich mehr machen können. Und Mizunda war in Ordnung. War ein etwas molligeres Kätzchen, lassen wir das, aber das war in Ordnung, die Entwicklung. Konnte man mit leben. Aber die Wrestler-Katze, ich finde Fuego an sich cool, ne? Finde ich aber, ich habe, als ich Flamiao und Mizunda veröffentlicht wurden, gedacht, boah, das wird geil, das geht so Richtung Hundemon, Katze auf vier Beinen, Unlichttyp kriegt die bestimmt, ne? Und geht voll ab so mit Finsteraura, also so schön speziell, ne? So richtig schön spezielles Unlicht-Feuer-Pokémon, ne? So richtig krass, ne? Dachte ich mir. Was machen sie daraus? Eine physische Wrestler-Katze. Ja, du weißt aber schon, dass die drei Entwicklungsstufen nach bestimmten Charakteristikern geschaffen wurden, ne? Aber Rhythos ist das geheimnisvolle, schlaue Pokémon. Fuegro ist der angeberische, große Kämpfer. Und Primarine ist die weibliche, feminine Charakter. Ja, übrigens nicht Arboretos, das ist Silvaro, meinst du? Silvaro, genau. Na, das kann ja alles sein, aber ganz ehrlich, ich war enttäuscht von Fuego. An sich, so wie Fuego konstruiert ist und wie man spielen kann, geil mit Dark Laria und Laria heißt das Ding, ne? Und Flammenblitz, mega geiles Pokémon, ne? Haut auch übelst durch, aber ich habe einfach was anderes erwartet. Als ich dann das Fuego gesehen habe, dachte ich mir einfach so, da habt ihr mich enttäuscht. Naja, mir gefällt Primarene von den drei, muss ich sagen, am besten, weil ich mag dieses Feminine und ich mag auch die Idee dahinter, wie sie es gestaltet haben. Erstmal Wasservieh finde ich total genial. Und dann die spezielle, also diese besondere Attacke. Ich finde, das Einzige, was ich gut finde, ist die Typenkombination an dem Ding. Weil, was mich stört, und das, da haben die nicht nachgedacht, ist, die machen ein Pokémon, was eigentlich ausschließlich nach einem weiblichen Pokémon aussieht, nach Robball. Da sind wir mal ehrlich, das Ding sieht eigentlich durch und durch weiblich aus. Und was machen die? Geschlechterverhältnis? Übliche 75-25 Verhältnis. Das hätten sie umdrehen müssen, naja, in dem Fall. Ja. Also ganz ehrlich. Das haben sie bei vielen aber auch so gemacht. Denken wir alleine mal an Gardo, an Trasler. Ja, das aber ganz ehrlich. Wenn ich das sehe, denke ich mir so, boah Leute, ne? Da habt ihr echt verkackt. Bei vielen Pokémon ist das nicht so, finde ich, ist das nicht so extrem auffällig. Ich finde aber, da ist das so extrem, ne? Nee, also da hätte ich mir auch wieder, da konnte ich mir, also die Starter, ich war von den ersten beiden Stufen super beeindruckt. Silvaro dachte ich mir so, ja, ist okay. Und das war's. Ja, ich muss sagen, ich finde es aber, einen Lob muss ich mal an Fuego abgeben, ist einfach, dass sie mal von diesem Kampffeuer weggekommen sind. Das fand ich doch ganz super mal. Du, ich habe auch viele gute Worte an Fuego. Ich habe auch ein paar jetzt hier gelassen, nur es ist halt, es ist nicht meinen Erwartungen leider zustande gekommen. Ja, klar. Also ich habe einfach was anderes da erwartet. Ich hatte nur wieder Sorge gehabt, als ich Fuego damals gesehen habe, ich nur Sorgen, gehen die schon wieder auf Feuerkampf? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genug Feuerkampfstarter in meinem ganzen Leben jetzt genug gehabt. Ja, das stimmt. Mit Dings haben sie da rausgekommen, mit Phinexus sind sie ja zum Glück da auch ein bisschen rausgekommen. Und dann kam Fuego, ich dachte so, oh nein, jetzt geht die wieder zu euren Wurzeln zurück. Und dann, ab, Feuer und Licht. Ja. Ja. Super. So, jetzt haben wir uns aber ganz schön lange am Feuer aufgehalten. Du, Feuer ist immer ein Herzensthema bei mir. Kommen wir zu den Wasserstartern, ist gut. Das geht schnell, da habe ich nichts. Ich habe da Gufa. Es liegt einfach natürlich wieder an dem Niedlichkeitsfaktor, auch wenn alle sagen, ist das hässlich, ne. Also Gufa ist ja echt verschrien in der ganzen Pokémon-Community. Mhm. Als hässlich und nutzlos. Ich finde es gar nicht hässlich und nutzlos. Also ich habe einen Gufa mal gefangen. Klar, es ist ein bisschen schwierig zu trainieren, weil es ist nicht so... Es ist rein Basis-Pokémon, es entwickelt sich nicht mehr. Aber trotzdem, wenn man es richtig trainiert, haut es richtig durch und es ist wieder so ein typisches, niedliches, kleines Pokémon, was unterschätzt wird. Das wird gern, glaube ich, in Richtung Balk gespielt, ne? Das, richtig. Das hat ja null Angriff irgendwie gefühlt, egal ob speziell oder physisch ist, und das geht rein auf sich heilen und ich stehe da rum und ihr könnt mir nichts. Richtig, und das finde ich an Gufa so niedlich und so toll. Also ich habe auch gesagt, wenn ich mal irgendwann Competitor anfange, aber also da ist mir jetzt gerade die Lust derzeit nicht so wirklich nach, das mache ich mir auf jeden Fall mal einen Gufa dafür. Ja. Okay. Geist. Da habe ich das Alola-Knogger. Trainiert habe ich es nicht. Aber ich finde es genial. Also ich finde eigentlich, das Alola-Knogger wird Knogger an sich viel gerechter.
Weil gerade diese ganze Geschichte mit Dragosto und dem Schädel und diesem ganzen Quatsch ist halt dieses Knorgar lebt halt. Aber es geht ja immer dieses, diese ganze Geschichte um Dragosto rum. Und da hast du eigentlich einen Geist. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Und dass es Feuer hat, ist eigentlich so Bombe. Naja, der Feuertyp, wenn man nach der Geschichte geht, ist der Feuertyp, wäre der Feuertyp natürlich fehl am Platz beim Knorgar. Da wäre aber der Geisttyp auf jeden Fall nutzvoll gewesen. Und jetzt in Alola hat sie einfach die Feuer noch dazu bekommen, weil das hat ja diesen Vulkanort, wo es da lebt. Ja, ja, es ist halt vor allem dieses Alola-Knorgar ist einfach. Das ist ja auch an diese, ich weiß gar nicht, an diese hawaiianischen Tänze und so angelehnt mit dem Knochen. Deswegen finde ich das, deswegen hat es den Feuertyp einfach bekommen. Die Prüfung dazu, diese bescheuert, ey. Wobei, die fand ich echt, ganz ehrlich, das war noch mit einer meiner Lieblingsprüfungen, was einfach daran liegt, dass das Ding wirklich richtig Abwechslung reingebracht hat in den ganzen Scheiß. Die wollten ja eben nicht typisch Arena machen, aber bei manch vielen Prüfungen hattest du einfach immer wieder dieses Gefühl, im Endeffekt machst du hier nichts anderes als einen Arena-Kampf austragen. Diese Wanderer fand ich aber genial, der plötzlich so, hallo. Ja, aber ne, das war halt, deswegen fand ich diese Prüfung wirklich treffend. Also die hat eigentlich das gezeigt, was sie eigentlich anders machen wollten. Ja, ich muss aber sagen, bei mir ist die erste Prüfung im Kopf geblieben mit dem Mangus Bektor, weil das ist das erste, wo du wirklich dieses fette Pokémon triffst, du denkst so, oh, es ist ein normales, wildes Pokémon, das wird schon nicht was werden. Und auf einmal hast du da echt so ein fettes, was probiert. Also ich habe jetzt gerade ja wieder angefangen, Pokémon Sonne. Und ich musste echt taktisch vorgehen, um dieses Mangus Spectre da wegzukriegen. Ich habe ja auf Sonne gegen gekämpft, das war nicht. Nein, also das mit den Herrscher-Pokémon finde ich eine schöne Idee, aber ganz ehrlich, gerade bei der ersten Prüfung hatte ich dieses Gefühl, ja toll. Gut, du hast da jetzt die Pokémon aus den Höhlen befreit, aber im Endeffekt hast du die Trainerkämpfe in der Arena nicht gehabt, dafür hast du die Pokémon da, die ersten drei Pokémon besiegt und dann gehst du zum Herrscher-Pokémon. Das ist nichts anderes als eine Arena, gefühlt. Ja, ich muss sagen, ich bin ein Arena-Kind. Ja, aber das hat mich gestört dort. Also, du hast mehr von der Arena wieder erkannt, als von dieser eigentlichen Inselwanderschaft und diesen Prüfungen, wo die mal was anders machen wollten. Und das war halt bei der Wasserprüfung war es dann schon ein bisschen besser und bei der Prüfung auf dem Vulkan, da hast du so richtig gemerkt, okay, hier ist mal wirklich was anders gelaufen. Du hast zwar am Ende auch gegen das Knogger gekämpft, gegen den Wanderer gekämpft, gegen das Herrscher-Pokémon gekämpft. Du kannst alles runterbrechen, dass du irgendwie drei Kämpfe vorher hast und dann gegen das Herrscher-Pokémon kämpfst, ne? Da kannst du fast alles drauf runterbrechen, ne? Aber so wie das gestaltet war, war das bei der Feuerprüfung wirklich dieses, wir wollten mal was anders machen. Da hat es funktioniert, bei dem anderen, naja, sagen wir mal so, Allah, ne? Also, die sind nicht wirklich von den Arenen weggekommen, Meinung nach. Ich muss ganz einfach sagen, dieses Herrscher-Pokémon, und zwar in allen Bereichen, außer das letzte, fand ich trotzdem eine Herausforderung. Weil das erste, Mangus Spectre, wenn du jetzt nicht unbedingt einen Makuhita gefangen hast oder so, also mit Kampfattacken oder so, musstest du da taktieren, weil das plötzlich hattest du da so ein fettes Verteidigungsspiel. Dann ruft das auch noch die ganze Zeit Hilfe, das ist ja auch nochmal so ein Aspekt in Alola. Dann kam bei Wasser hier dieses Lusadin. In seiner Mega-Form, wo ich dann dachte, was zum Teufel ist das für ein Pokémon? Bis ich herausgefunden habe, das ist ein Loser, die mit einer speziellen Fähigkeit. Ja. Und das war nee. Klasse. Nee. Ja, die Idee und so alles dahinter war ja super. Und die Herrscher-Pokémon sollen ja auch eine Herausforderung sein. Aber ich habe, glaube ich, Mangus Spectre habe ich mit meinem Glumanda besiegt. Ich hatte mir ja von Mond ein Pokémon ein mit einem Glumanda rübergeschickt. Und hat da das Glumanda. Ich hatte in der Höhle, gibt es ja auch Durchbruch, findest du ja, ne? Ja. Und da habe ich Glumanda Durchbruch beigebracht. Glumanda macht Durchbruch. Tschüss, Mangus Spectre. Das konnte keins meiner Pokémon lernen, von daher. Das war halt dann dein Problem, wahrscheinlich. Ich hatte jetzt Pichu dabei gehabt, ich hatte Smetbo, ich hatte Flamio dabei gehabt und wer war das noch? Noch irgendein anderes auf jeden Fall. Mir fällt das jetzt gar nicht an. So, jetzt sind wir aber voll vom Thema abgekommen, sonst haben wir gleich wieder eine Stunde. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde Video, also ich glaube, wir kommen trotz nur einer Gen irgendwie auf die Zeit der anderen Folgen. So, ich habe Kolossanta bei den Geist-Pokémon, ja, weil natürlich die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen fragwürdig, mit einem Geist, der dann in Sand in eine Burg eintaucht, um dann Rache zu üben oder so. Ja, das ist ja ein Pokédex-Eintrag, dass ein verstorbener Geist in diese Sandburg, in eine Sandburg eingedrungen ist und dadurch dann halt Sandkabul, wie das heißt, und Kolossand entstanden sind. Ist gut. Aber Kolossand alleine, wenn du es spielst alleine, finde ich das echt genial. Also wenn du zum Beispiel Kolossand, wenn du jetzt eine Wasserattacke bekommst, bekommst du ja diese Fähigkeit Verklumpen.
wo dann Verteidigung steigt zum Beispiel. Aber es kann zum Beispiel auch von alleine Giga sogar lernen, wo ich doch sehr verwundert war. Und allgemein spielt sich Kolossant sehr gut und ich mag das auch. Nur wie gesagt, dieser Pokédex-Eintrag, das ist so einer, weil ich mir dachte, hä? Ja. Ja. Pflanze. Da habe ich nichts. Kann ich dir sogar begründen, warum diesmal. Ich hatte Imantis gefangen und dann Mantidea. Mantidea hat mich zwar jetzt nicht überzeugt, aber es war ganz ordentlich. Hat das auch mit bis zur Liga. Obal habe ich ja nicht fangen können, glaube ich. Und selbst wenn, ich habe es nicht trainiert. Es war halt einfach für mich dieses, die Pflanze-Pokémon, also Frobal und seine Entwicklung und Imantis und seine Entwicklung haben mich halt nicht überzeugt. Also Mantidea war zwar ganz cool zum Durchspielen, aber am Ende muss ich sagen, hat es mich nicht so überzeugt, dass ich sage, ich würde es hier aufnehmen. Ja, ich hab Fuyaldan, weil das ist einfach meine Königin. Also als ich es gehabt habe, ich habe mir die erste Stufe gefallen, dann kam ja Frobalia und dann wurde das. Dann musste ich erstmal gucken, wie entwickelt sich das Ding überhaupt, weil ich habe Stampfer. Ja, ich habe es getrainiert und ich habe natürlich Stampfer weggemacht, weil ich dachte, das brauche ich nicht, ich habe bessere Attacken. Und nachgeguckt, wann wird denn das endlich mal zum Fuyal? Bin ins Internet gegangen, so toll. Also wieder zum Attackenlerner, Herzschuppe, bupp. Aber dann wurde es meine Königin, also es ist irgendwie so, Fuyal ist meine Königin. Eine Königin, die einfach mit dir auch mal richtig in den Arsch tritt, wenn du sie nervst oder so. Ich finde es aber allein schade, dass es nur den Pflanzentypen hat. Also ich hätte zum Beispiel einen den Feentypen da auch drauf gehabt als Fuyal. Oder irgendwas anderes einfach, aber nur so dieser Monotyp ist. Das ist das Einzige, was mich so wirklich an Fuyal enttäuscht, aber sonst könnte ich dazu nicht sagen. Monströser Angriff, dann die Attacken, die es lernt. Kann man nichts anderes sagen. Ja. Ja. Mach weiter. Ich hab nichts. Boden! Ja, ich hab mir ein bisschen schwer getan, weil ich fand jetzt nicht irgendwie die Boden-Pokémon dort nicht so grandios. Hab aber einen Pampfrost genommen. Das ist aber nur allein der Grund wegen dem Poke-Dings. Ach, wie heißt das denn? Diese Elektro-Ding, womit du die Sachen rufen kannst. Das ist Pokémobil. Pokémobil, genau. Ja, mich haben die Boden-Pokémon auch nicht überzeugt, deswegen habe ich da nichts. Nee, aber Pampfrost fand ich, wenn du auf ihm reitest, fand ich das schon ein bisschen super. Dass du so ein Pferd hast und ich musste sagen, auch wenn das Pampfrost natürlich das von Dings war, von der anderen da war, was du rufen hast per Pokémobil, habe ich mir die Vorstellung gehabt, ich hatte ja auch mal ein Pampfrost im Team gehabt, dass ich mein eigenes dazu nehme, weißt du? Dann reite ich auf meinem eigenen Pampfrost und nicht auf das, was mir da mal jemand ausgeliehen hat. Ja, die hat ja auch nur die Möglichkeit, gegen Pampfrost zu rufen. Das heißt nicht, dass das ihr ist. Das ist ja ein bisschen komisch mit dem Pokémobil gemacht. Ja, diese Idee, die so, oh, guck mal, ich kann jetzt auf meinem eigenen Pokémon mal reiten und so. Ja. Bombe. Genauso wie bei Tauros. Auch Bombe. Ja. Eis. Da habe ich Alola Vulpix. Ja. Liegt aber, ich weiß nicht, also sonst gab es ja auch nicht viel mehr. Sandan gab es noch, da hatte ich auch überlegt. Also die beiden standen in engerer Auswahl. Allerdings fand ich dann einfach, weil es dann, wenn es zu Volnona wird, kriegt es noch den Feentyp, das was ganz interessant ist eigentlich. Aber so prinzipiell, ne? Feuer-Pokémon. Es war mal ein Feuer-Pokémon und als Eis-Pokémon macht das auch was her und deswegen habe ich es genommen. Und es ist niedlich. Definitiv, also ich habe Alola Vulpix erst gesehen, habe mir das angeguckt und so, ich finde es aber klasse, dass es jetzt einen Zweityp bekommen hat. Wenn es sich entwickelt, ne? Erst wenn es sich entwickelt. Den Feen-Typ, wo ich dann dachte, so, wow, schick. Weil natürlich war ja früher die Kritik gewesen bei Vulpix und Volnona, warum wird das kein Psycho-Pokémon oder kein Geist-Pokémon? Weil es ist ja irgendwie angelehnt an so einem Geist und so. Ja. Aber, ja, dann leider. Jetzt tue ich mich gerade schwer. Ich suche gerade das Pokémon in der nächsten Kategorie, aber ich finde es gerade hier nicht. Ich bin da raus. Also ich habe da nichts im Normal. Ich habe auch bei Gift nichts. Ich greife mal kurz vor. Weil das waren keine Pokémon, die mich überzeugen. Vielleicht kannst du mir den Namen schon mal sagen, während ich das hier einfüge. Tukanon. Genau. So, da habt ihr es auch. Tukanon. Ich muss sagen, ich habe Peck-Peck mochte ich. Also Peck-Peck fand ich niedlich. Dann kam Trompeck. Das sah für mich total hässlich aus, weil das so ein fetter Vogel war. Ich dachte nur, was ist das denn für ein Bowling-Kegel, ja? Aber dann wurde es zu Tukanon. Ich dachte erstmal, oh, alter Dude, guck doch nicht so böse, ey. Aber. Ich hatte ein Problem mit Tukanon. Also, Peppek war niedlich, das fand ich auch super. Trompek, ja, war okay. Es war halt die Mittelstufe der Flugform, ne? Halten wir es einfach mal fest.
Was mich an Tukanon gestört hat, war nicht mal das Design. Das Design finde ich ganz cool. Es hat mich aber im Kampf null überzeugt. Wirklich null. Ich habe das mitgenommen und ich habe das noch weit vor der Liga abgelegt und durch ein anderes Pokémon ersetzt, weil es mich im Kampf nicht überzeugt hat. Ich muss sagen, die Fähigkeit von ihm Schnabelkanone, die musste ich erstmal lernen zu verstehen. Weil Schnabelkanone ist ja wieder so eine tolle Attacke, die erstmal aufladen muss. Aber ich finde das geil, dass der Gegner, wenn er dich berührt dabei, dass er sich verbrannen kann. Ja, der Signature-Move ist ja ganz interessant, aber der überzeugt hat der mich auch nicht. Ja, aber Tukanon ist wieder so ein typisches Wertelink-Pokémon, ne? Das ist, hast du einfach ein Wertelink-Pokémon wie auch Chillabell, das kannst du normalerweise auch nicht wirklich benutzen, außer du spielst es mit Wertelink. Ja. Austausch auch, das ist nochmal eine Glaskanone, außer du spielst es mit Wertelink. Also, das ist wieder so ein typisches Wertelink-Pokémon. Ja. So. Gift! Ich habe Agrostella. Agrostella, das ist eines der ersten unglaublich fiesen und kranken Pokémon, was zu anderen Pokémon krank und fies ist. Also normalerweise hatten wir immer die Geist-Pokémon, die Menschen irgendwas antun oder so zu Hypno, der die Kinder entführt und so. Aber Agrostella war das erste Pokémon, was auch so richtig fies und krank zu anderen Pokémon, weil das steht ja auch im Pokédex-Eintrag drin, dass es ja mit Vorliebe Corazons jagt und die frisst. Ja. Und dass man dann noch Überreste von Corazons. Ich dachte so, boah, Alter, Dude. Und das Geile ist einfach. Böse. Einfach ist es geil, dass du es bulky spielen kannst. Du kannst ja diese Gift, also es kann ja zum Beispiel mit Giftfalle, also es kann ja so gut wie jeder Giftattacke lernen. Und dann hat es ja noch diesen Bunker, die Bunkerfähigkeit, also die es selbst einsetzt. Und ich hab's natürlich im Spielverlauf auch immer rausgetan, weil es war zu bulky, also im Competitive kannst du es wahrscheinlich super spielen. Aber so im Durchspielen ist das irgendwann so, Kumpel, ich brauche jetzt nichts Defensives, sondern ich muss mal reinhauen. Und das fehlt Agrostella einfach. Ja. Agrostella fand ich zwar ganz cool, aber passe. Ich hatte erst überlegt, Molung oder Amphira mit reinzunehmen bei den Gift-Pokémon, ne? Weil ich auch ganz cool finde, dass die halt auch andere Gift-Pokémon vergiften können. Allerdings dachte ich mir so, ja, das ist cool. Es ist ein Feuer-Pokémon. Ich finde die Kombination aus Feuer-Gift auch super. Ne? Gab's, glaube ich, vorher noch nie. Aber ich habe mich zu wenig bisher mit Molung und Amphira beschäftigt, um sagen zu können, dass ich es dort mit aufnehme. Ja, ich hab das irgendwann rausgeworfen. Ich habe es dann zum Amphira gemacht. Das Weibliche wird ja. Das ist ja wieder dieser Vatribi-Effekt. Ja, nur das Weibliche. Richtig, aber es hat mich nie wirklich überzeugt, muss ich sagen. Es war nicht so mein Teil. Ja. Du musst weitermachen. Psycho. OBS. Ja, da. Gerade wieder. Ja, ich mach's mal einfach. Wir haben beide Raichu, Alola Raichu. Ich muss sagen, ich finde das normale Raichu eigentlich ganz cool, aber ich finde es gut, dass sie Alola Raichu genommen haben. Also, dass das eingeführt wurde. Weil dadurch haben die Entwicklung von Pikachu deutlich attraktiver gemacht. Weil vorher war es immer so, oh, Pikachu, das Signature-Pokémon schlechthin auf der Welt. Weil es Pikachu ist. Und es gibt genug Leute, die das waren, am Ende ihr Pikachu zu einem Raichu entwickelt haben, weil es ein bisschen mehr Bums hat, aber nie davon begeistert waren. Ich glaube, genau das haben die mit Alola Raichu geändert. Was soll ich sagen? Ich finde den Psychotypen alleine schon genial. Also ich finde jetzt das. Es hat mich immer genervt. Es hat mich immer genervt, dass Raichu ein physisches Pokémon war. Und es hält nichts aus. Du kannst Raichu nicht mit Stromstoß spielen, weil das Vieh keine Verteidigung hat. Das heißt, wenn du es mit Strom spielst, kannst du es nach zwei Zügen schon wegfahren, weil es kaputt ist. Ja. Und jetzt ist es endlich mal diesen speziellen Effekt, den man sich mal so lange gewünscht hat. Was mich aber nervt, ist seine spezielle Fähigkeit, die irgendwie nur Sinn macht, wenn du ein Elektrofeld draußen hast. Mit seinem komischen Surfschwanz. Ja, gut. Und da habe ich mir gedacht, ich meine, klar, es surft auf seinen Schweif, das ist gut, also dass es vielleicht so eine spezielle Fähigkeit hat, ist vielleicht klasse oder so. Aber die hätten was anderes gemacht. Zum Beispiel irgendwie sowas, dass es einen Effekt wie Schwebe hat zum Beispiel, weißt du? Da kommt bestimmt noch irgendwann eine versteckte Fähigkeit. Ja, dann bitte Schwebe für Alola Raichu, weil das würde viel mehr Sinn machen mit so einem gleitenden Schwanz, als irgendwie nur eine, wo, wenn ein Elektrofeld draußen ist. Weil das ist der Punkt, dann musst du Pokémon dabei haben, die wirklich so ein Elektrofeld haben, wie zum Beispiel Kaporiki, der das rausschmeißt oder so. Ja, das ist dann schon ein bisschen schwierig. Ich denke, das wird in der nächsten Gen, wenn Alola Raichu drin ist, wieder, also du die Möglichkeit hast, das zu spielen,
werden die bestimmt eine versteckte Fähigkeit reinhauen oder einfach eine zusätzliche Fähigkeit, die es haben kann. Da frage ich mich sowieso, wie das in der neue, in den, wenn sie ein Remake machen, wo ich immer noch hoffe, also, wie sie das reinhauen wollen mit den Alola-Pokémon, bin ich sehr gespannt drauf. Also ich... Also die, die sich entwickeln können zu Alola-Formen, ich denke mal, die können sie einfach reinnehmen. Weil das kann durchaus auch sein, dass halt sich ein Dragosso in Sinnoh anders entwickelt als in Kanto. Können die da reinbringen im Remake. So. Und da die ja von parallelen Universen sprechen in den Remakes, ne, das darfst du ja auch nicht vergessen, wenn du mal an Oras denkst, ne? Und deswegen, aber von daher, ja. So. Ich steig da bei der Legende wieder ein. Soweit nicht. Ja, was soll ich dir sagen, das hat mich nichts überzeugt bei den nächsten drei Typen. Gestein, ja, muss ich sagen, gab es auch nicht wirklich viel. Also es gibt noch ein Gestein-Pokémon, das kommt aber erst später. Ich mag Anego. Anego hat ja diese Hauptrolle bekommen in dieser Ultra-Bestiens-Saga, kann man fast sagen. Und ich mochte natürlich erstmal das Auftreten, so dieses feine, feminine, weißt du. Wenn du an Ultra-Bestien denkst, dann denkst du an sowas wie zum Beispiel Moskito. Da kommt so ein Riesenberg und so, bäh, bäh, ich hau dich tot, bäh, bäh, und so Kram. Mhm. Aber Anego hat das anders gemacht und ich fand auch diese After-Story mit Samantha so genial. Einfach, dass Samantha kaputt ist, weil Anego Gift in dem hinterlassen hat. Also sie war fähig, sich mit dem agilen Anego zu vereinen. Mhm. Aber dass das Anego nicht sagt, oh, jetzt bin ich besiegt, jetzt lass ich dich gehen, alles Gute, tschüss, vielleicht treffen wir uns auf einen Kaffee oder so. sondern es hat Samantha gehen lassen, klar, aber hat gesagt, so, du willst verschwinden, hier, hast noch einen kleinen Denkzettel von mir. Vergifte letztes Mal irgendein Gift drauf, nicht? Fand ich auch echt genial. Dann machen wir weiter. Ja, Stahl-Pokémon, das war traurig. Da war ich in der siebten Generation sehr traurig. Ich bin ja nochmal ein Stahl-Fanboy. Aber da gab es so wenig, was mich jetzt gesagt hat, yeah, das finde ich geil oder so. Dann musste ich Kagoron nehmen, einfach. Aus dem Ultra-Bestien-Bereich wieder. Weil ich finde Kagoran sehr interessant, also es sieht interessant aus mit seinen komischen Armen und so, diesen Einzelteilkörper. Und aber auch diese Kombination, ich glaube, das ist ja Stahl Pflanze. Mhm. Aber dafür physisch, nicht so wie Tentandel zum Beispiel. Ja, das ist das Einzige, warum ich es genommen habe. Ja. So. Bitte. Wie gesagt, ich habe nichts, weil mich bei den drei Typen irgendwie nichts überzeugt. Ich hatte einfach zu Gestein, ist vielleicht nur zu sagen, ich hatte Wuffels überlegt. Aber ich finde Wuffels auch toll und Wolverock auch beide Formen. Aber irgendwie konnte ich mich zwischen den Tag- und Nachtformen nicht entscheiden. Ja, das finde ich schade. Das muss ich sagen, das finde ich schade so von Generation, weil ich konnte nie Nachtform spielen, weil ich ja Sonne habe. Und mir gefällt die Nachtform besser als die Sonnenform. Ja, ich muss aber sagen, die Sonnenform ist besser zum Spielen. Ja, trotzdem, ich hätte gerne die Nachtform. Weil die schneller ist, die ist deutlich schneller. So. Leute, mach weiter. Ja, Flug habe ich Miteno, das ist das besagte Gestein-Pokémon, was hätte noch auftauchen können. Ich finde erstmal seine Fähigkeit genial, dieses Schild, wo es sich ja erstmal in diesem Kometen einhüllt. Und dann, wenn es kaputt gegangen ist, wenn du unter 50% der HP bist, pop, kommt da dieses total crazy Ding raus, als wenn du, keine Ahnung, als wenn du so ein altes Bonbon hast, du hast so eine alte Verpackung drumherum, dann packst du das Bonbon aus und dann hast du da so ein knallquietschiges und total verrückt aussehendes Ding. Ich meine, guck es dir doch mal an, ey, diese Augen alleine schon, und das Schönste, das es gibt, ist in verschiedene Farben. Es gibt mit hin und verschiedene, ja, das ist ja zum Pischpink, ich hatte zum Beispiel ein grünes gefangen. Also, ich weiß nicht, also ich fand es einfach ultra niedlich, ist aber sehr bescheiden zu spielen, muss ich sagen. Also ich hab's natürlich mal gelevelt, aber es war sehr, 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 sehr bescheiden zu spielen. Das musst du in speziellen Moveset competitive spielen. Es gibt ein paar Pokémon, die gehen nur im Competitiven. Die kannst du im normalen Playthrough nicht spielen. Das funktioniert nicht vernünftig. Außerdem habe ich Metagross da bevorzugt, weil du kriegst ja da, wo du mit Tino fangen kannst, auch Metagross. Und ich habe gedacht so, eins pro Route, nehme ich nur bei Metagross. ich habe die, kommen wir zu den Längenenden. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben gleich schon wieder den Zeitrahmen der anderen Folgen gesprengt. Ja, Leute. Oder so mit einer Gem. Aber ich glaube, hier hatten wir auch viel Redebedarf einfach. Richtig. Weil es auch die aktuelle Gen ist. So, dann würde ich sagen, ich komme mal zu meiner Legende. Es ist Lunala. Ich fand die Kapus alle ganz toll. Ich fand auch Necromancer oder wie das da Ding das heißt. Das Psycho.
die Psycholegende da. Mhm. Fand ich auch gut. Das, was mich aber gestört hat, war einfach so, Lunala fand ich auch von der Kombination mit Psychogeist ziemlich cool und es war halt meine Signature-Legende von meinem ersten 7th-Gen-Spiel. Ja. Ja. Ich kann zu Lunala nichts sagen, ich hab's nur per Wundertausch mal erhalten, das war's. Naja, nee, per Wundertausch nicht, sondern per GTS, weil ich es einfach zum Pokédex brauchte. Kann also nicht, leider nicht viel zu sagen. Muss sagen, dass Solgaleo mir natürlich gefallen hat, auch wenn ich die Typenkombination ein bisschen komisch fand für ein Sonnen-Pokémon. Mhm. Aber hey, ja, ich habe Kapuriki ganz einfach. Ich find's geil. Es ist so ein richtiges Kämpfer-Pokémon. Es ist nicht so eine mystische Legende, die sagt, oh, ich bin legendär, bete mich an oder, oh, ich muss jetzt irgendwas Besonderes haben oder so. Nein, das ist einfach ein Dude, der kämpft gerne. Und der macht einfach, was er will. Und es ist einfach im Competitive-Bereich ist Kapuriki nicht umsonst mit Kaputoro eins der Pokémon, die von den Legenden, die am meisten gespielt werden. Weil du ja erstmal so viel damit machen kannst und das auch sau reinhaut. Mhm. So. Ja, klingt doch gut. Leute, das war Generation 7. Wie sind wir mit den Generationen durch? Vielleicht spiele ich hier nochmal irgendwann nachträglich so einen Jubelsound ein. Ich muss mal gucken. Also wir sind es auf jeden Fall durch. Richtig. Jetzt kommen wir zu unseren absoluten Lieblingen. Da geht es einfach darum, wen lieben wir am meisten, welches Pokémon lieben wir. Da ist es egal, welche Generation, das ist egal, welcher Typ etc. Es geht einfach nur darum, was sind unsere 6 Lieblings-Pokémon und welche würden wir vielleicht mitnehmen, wenn wir mal selbst Trainer wären. So. Ich habe nur 5, aber weil das eine sich bedingt. Aber da komme ich mal jetzt als erstes drauf. Ich habe selbstverständlich Glumanda. Ich habe hier aber Glumanda aufgeführt, weil es halt mein absolutes Lieblings-Pokémon ist. Ich mag zwar die ganze Entwicklungsreihe, aber wenn ich mich, ne? Mhm. Aber habe in Kombination dessen halt Mega Glurak Y mit aufgeführt. Ah. Weil das meine Lieblings-Mega-Entwicklung von Glumanda ist. Mhm. Also von Glurak und ich habe deswegen halt nur, ich habe da unten 6 Pokémon drin, aber halt Glumanda und Mega Glurak. Ne? Ja. Aber das wäre dann halt so mein Mega-Pokémon im Team. Mhm. Ja, ich habe das vielleicht mal so versucht, dass ich meine Lieblingspunkte mache. Also das erste kommt, mein Lieblings kommt als erstes, das am wenigsten kommt am letzten. Obwohl, nee, ich mache das lieber so mit dem Pokémon, was ich von den 6 am wenigsten mag, dass das als erstes kommt. Moment, das muss ich dann erstmal raussuchen hier. Hau raus. Wir sind in 3 Minuten haben wir die Zeit vom letzten Part erreicht. Ja, das ist der letzte Part trotzdem, also so müsst ihr euch jetzt durchbügeln. Mein erstes Lieblings-Pokémon ist Zoroark. Also von den 6 natürlich das am wenigsten geliebt von mir, aber eins meiner Lieblings-Pokémon. Einfach, weil ich mir immer noch hoffe, dass es irgendwann eine Mega-Entwicklung bekommt und dann zu einem Typen Unlichtstahl wird und dann so ein richtiger, fetter Metal-Fuchs wird. Und mal gucken, also allgemein Zoroark, tolles Pokémon, speziell super. Ich glaube, das hatten wir sogar schon, also weiter geht's. Yo, ich würde Totonator mitnehmen. Als geniales Drachenfeuer-Pokémon oder Feuerdrache. Ich weiß gerade nicht, wie die Kombination ist. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Hatte ich vorhin schon. Und ja. Totonator. Also, es hat geklappt. Mein nächstes Pokémon ist Finian. Ja, klar, es war unterentwickelt. Ich finde es aber süßer als Lumineon. Und wie ich ja schon mal vor einigen Parts erzählt habe, ist erstmal der Ruf von Lumineon natürlich sehr schön. Aber Finian hat auch nochmal so ein so niedliches, schönes und ich finde es bis heute schade, dass es nur den Wassertypen hat. Hoffe, da kommt vielleicht irgendwann nochmal was anderes. Ja. Ich habe Madripoel dabei. Ja. Das lässt einen erstmal stutzen, ne? Mhm. Weil ich doch sagen muss, dass das zwar eine Vierfachschwäche hat, in zweierlei Hinsicht, einmal Feuer und einmal Flug, aber durchaus mit seinen einen hohen Init und seiner hohen Angriff sowie mit dem Schwerttanz doch gut durchhauen kann, wenn man will. Ja, es hat mehr Schwächen als ein Scherox zum Beispiel, ja, ich weiß, aber du hast halt einfach diesen Pflanzenstep und den Käferstep und damit kannst du so viel weghauen, wenn du willst. Ja, ich glaube, diese Schwächen sind einfach das, was Madripoel so mehr macht. Ja, ja, aber ansonsten, wenn es diese Schwächen nicht hätte in dieser Form, wäre das echt krass. Und ich finde es halt einfach cool. Mhm. Also ich habe es echt lieben gelernt jetzt mit meinem Schwarz-2-LP und es hat auch immer gut durchgehauen und Madripoel hat mich, glaube ich, auch schon öfter, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Schwarz-2-LP echt oft gerettet. Einfach aufgrund der hohen Init.
So, die Musik passt gerade, die bei mir läuft. Und zwar komme ich nämlich zu meinem dritten. Und das ist Milotic. Milotic ist ja eins Pokémon von Cynthia. Also ich höre gerade die Cynthia-Musik, die Champion-Musik. Nein. Doch, Cynthia hat ein Milotic. Ja. Hat die Milotic? Ja. Cynthia hat Milotic. Okay. Auf jeden Fall, ich finde Milotic einfach genial, weil es erstmal natürlich bulky ist, dann der Notschutz. Erstmal ist es so speziell physisch, also speziell defensiv, unglaublich Bombe. Dann kommt noch der Notschutz dazu, dann wird es noch krasser. Und dann hat es Genesung, also es ist ein richtig schönes Abfuck-Pokémon auch mit Competitive. Mhm. Aber ich habe es lieben gelernt, als ich wirklich gemacht diese Poké-Wettbewerbe gemacht habe. Also da konnte man ja Milotic damals nur entwickeln, indem man es auf den maximalen schönen Level bringt. Und Milotic war damals auch das erste Pokémon, wo ich ein Shiny, das war mein erstes Shiny, was ich je gefangen habe. Also beziehungsweise entwickelt hatte, ich hatte ja einen Barschwager gefangen damals. Und weißt du, also mit dem habe ich dann auch die Wettbewerbe durchgewonnen. Genau. Blub. Blub? Was mit Blub? Blub. Nichts. Ja, ich habe als nächstes Seedraking. Ist, glaube ich, so mit mein absolutes Lieblingswasser-Pokémon. Auch durch den Drachentyp. Ist ultraschnell, es haut übelst durch und es ist einfach geil. Lange Zeit das Pokémon gewesen, was nur eine einzige Schwäche hatte. Ja. Drache selbst. Jetzt haben wir die Feen dabei. Oh. So, jetzt kommen wir ein Pokémon, was bereits Pillepop hatte. Das ist bei mir Glurak. Ja, zu Glurak muss ich nicht viel erzählen. Ich bin auch ein Glumanda-Fanboy in der ersten Generation gewesen. Und Glurak ist da das Ergebnis, weil ich den auch einfach obergenial finde. Hab mich damals in der ersten Generation natürlich geärgert, dass das Vieh überhaupt nicht fliegen kann. Muss ich mir noch ein extra Vogel-Pokémon dazu nehmen, was mich genervt hat so ein bisschen. Hey. Ja, gut. Ja, ey, komm. Du hast so ein fettes Glurak, wo du sagst, ja, ich kann da wie auf den Drachen reiten. Ja, yeah. Komm, ich bring dir Fliegen bei. Hä? ja. Next. Ich habe das mit den absoluten Lieblingen erst ein bisschen anders verstanden, deswegen habe ich da einfach Pokémon reingenommen, die ich einfach lieb habe und nicht zwangsweise im Team haben will. Deswegen ist das fünfte Pokémon im Bunde bei mir Lugia. Deswegen habe ich auch nur fünf, weißt du? Mhm. Lugia. Weil Lugia meine absolute Lieblingslegende ist. Ah. Ja, da bin ich immer verwirrt gewesen. Das hat ja, oh, das ist das gleiche wie bei Solgaleo. Das hat ja was mit, lebt an diesem See schon und hat auch was mit Wasser zu tun und so weiter. Aber ist trotzdem nur Psychoflug. Genau. Tja. Ja, ich komme zu Stalos. Oh, ich habe damals schon Onix gerne gehabt, aber leider war Onix kaum zu gebrochen wegen seinem Angriff. Ist bei Stalos vielleicht nicht viel anders jetzt, aber durch den Stahltür hat es nochmal Resistenzen dazu bekommen. Und es haut einfach rein. Ich habe zum Beispiel auch Mega-Stalos mal fürs Competitive gemacht. Und musst du mich da erstmal dran gewöhnen, aber wenn du es wirklich auch als Supporter-Pokémon spielst, wunderschön. Und selbst wenn da jetzt ein Gegner mit einer sehr effektiven Attacke kommt, meistens frisst Stalos die einfach auf der. Und deswegen, ich liebe Stalos. Ja, gut. Und ja, du hast ja kein sechstes Pokémon, ich habe aber eins. Und das ist mein absoluter Liebling überhaupt. Also, ich habe damals, als die dritte Generation rausgekommen ist, als das Pokémon da war, habe ich sofort mich in das verliebt und das ist, ja, es war Stolunia, aber ich habe Stolos mit drin, also nicht Stalos, sondern Stolos, auch so zwei Namen, wo man denkt so, hä, Stolos, ja, Stolos ist natürlich doof wegen seinen Vierfachschwächen, aber ich fand es immer geil, es war dieses Auftreten alleine schon, ich habe auch mal den Manga ein bisschen angelesen zur dritten Generation und der die Hauptprotagonistin hatte ja auch ein Stolunia gehabt. Boden-Vierfach-Schwäche meinst du, ne? Ja, und Kampf. Ah, ja, gut. Stimmt, ist ja, ja. Stahl geschnallt. Naja, ja, schon gut. Und was mich enttäuscht hat, also diese Mega-Entwicklung, dass es nur den Stahltyp hat, okay, von mir aus, also ist zumindest eine Schwäche mal so ein bisschen reduziert. Aber mir gefällt das Aussehen von Mega-Stolos nicht und das hat mich so ein bisschen nicht so. Warum? Was tut ihr da meinem Lieblings-Pokémon an? Oh. Und deswegen. Ne? So, das war eine Tüte Mitleid, die kostet 3,50. Nee, das war, warum ich die 6. Generation auch nicht wirklich leiden konnte. Weil die mein Lieblings-Pokémon so verschandelt haben. Das ging ja auch vielen bei Metagross so. Ja. Als Metagross auf einmal geschwächt wurde, weil Unlicht-Attacken nur noch normal sind auf Stahl und so. Tja.
Ja, das ist mein favorite Team. Ja. Ich glaube, damit haben wir es auch, ne? Richtig, Leute, das war unser Abo-Special, was viel zu lang ging. Richtig, 4 Teile. Wer sich das angucken will, geht auf die Playlist, schaut sich alle 4 bis 5 Stunden rein. Hat man den ganzen Tag gefüllt oder kann man sich nebenbei berieseln lassen? Ja. Ich glaube, ich hab da nicht mal eine Playlist erstellt. Die Sache ist klar, ihr müsst daran denken, das sind unsere Lieblinge. Das sind einfach das, was wir das empfanden. Klar, jeder hat seinen eigenen Lieblings-Pokémon. Aber das macht das Spiel auch so variabel. Das macht auch so Spaß, sich miteinander auszutauschen. Und falls ihr irgendwelche Lieblings-Pokémon habt, einfach bei einem von uns beiden in die Kommentare schreiben. Ihr könnt ja auch eure Meinung zu unseren Pokémon äußern, wenn ihr wollt. Richtig. Und sagen, da habt ihr voll Unrecht, das ist doch voll Kacke und alles ein bisschen netter und konstruktiver ausgedrückt, bitte. Genau, also es wäre interessant zu wissen, was ihr so denkt, was ihr eure Lieblings-Pokémon sind. Und ich würde jetzt gerne sagen, wir sehen uns dann erst wieder, wenn wir ein 1000 Abonnenten-Special machen. Das Problem ist aber, dass ich und Pelopop so viele Sachen zusammen machen, dass wir uns so spätestens, warte, ich muss mal nachhängen, morgen wiedersehen. Ja, Star Wars. Genau. Pokémon. Weil das kommt ja abends raus, 18 Uhr, dann kommt ja nur eins von mir raus, eins von dir. Ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Das war ein kleines Dankeschön an alle unsere Abonnenten. Und bleibt uns treu und, bleibt uns treu, hört sich scheiße an. Aber habt noch eine Menge Spaß mit uns gemeinsam und denkt daran, immer eure Meinung unten rein, weil wir wollen mit euch zusammenspielen. Und lasst einen Daumen oben da, falls euch das Special gefallen hat. Richtig. Ich weiß, war langatmig und wir können ganz schön viel quatschen, wenn wir wollen. Also dann, Leute. Bis dann. Ciao.